Moin! Wir haben endlich unseren eigenen Strom. Yay. Den brauchen wir, weil wir freistehen wollen. Und zum Freistehen brauchen wir halt Strom, weil da gibt es keinen Strom. Und da wir unterwegs arbeiten, müssen wir trotzdem die Geräte geladen bekommen. Also brauchen wir eigenen Strom. Den haben wir jetzt und das haben wir in den letzten Wochen noch ausprobiert. Und wir haben auch festgestellt, dass andere schöne Plätze, zum Beispiel bei Landvergnügen, da haben wir schon ein paar schöne Plätze entdeckt und die haben leider keinen Strom angeboten und bis dato konnten wir die nicht anfahren, aber jetzt können wir das und das ist echt super. Wir können übrigens auch Plätze anfahren, wo es keine Toilette gibt. Aber das ist ein anderes Video. Okay. Und ja, in diesem Video geht es rein um Strom, wie wir ihn generieren, wie wir laden können, was wir laden, ob es ausreicht, wie es an bewölkten Tagen ist, weil ihr seht, es hat mit Solar zu tun. Und warum wir uns für eine mobile Anlage entschieden haben und nicht für eine fest installierte. Und dass es alles total einfach ist. Oder ob es einfach ist. Es ist einfach. Darum geht es in diesem Video. Also, nicht lang schnacken. Los geht's. So, wir haben uns für eine mobile Solaranlage entschieden. Da gehören im Kern zwei Sachen zu. Einmal ein Faltpanel oder Solartasche, faltbar. Wir haben uns für eine 120 Watt Tasche, 120 Watt Modul entschieden von Wattstunde. Gibt es natürlich noch von anderen Herstellern. Wir haben eben Wattstunde genommen. Dann haben wir eine mobile Powerstation. Und an der Stelle der Hinweis, das ist wie immer nicht gesponsert. Wir haben alles selber bezahlt. Ja, also eben einfach alles selber bezahlt, zugegebenermaßen etwas tief in die Tasche gegriffen, da kommen wir aber am Ende vom Video nochmal zu. Also, was braucht man? Man braucht eben das Solarpanel und da hier Strom generiert wird, den man nicht direkt abnimmt, muss der Strom irgendwo gespeichert werden und dafür gibt es dann halt die mobile Powerstation. Da ist unter anderem dann auch die Batterie drin und jetzt, die Sonne scheint gerade noch, machen wir aber erstmal Strom. Ein bisschen so. Sonnenmüllern. Ja, Sonnenmüllern. Julia hat nämlich ein neues Wort erfunden, Sonnenmüllern. So, umgangssprachlich auch Solarmüllern. Also die Tasche hat hinten noch eine Tasche, da ist ein Kabel drin und dieses Kabel stecken wir einfach in die Powerstation rein und dann klappen wir die Tasche klappen wir die Tasche und richten sie gegen die untergehende Sonne. So, zack. Und hier hinten dran sind so Beinchen mit Klettverschluss, sodass man sie in 45 Grad zur Sonne ausrichten kann. Das war's schon vom Prinzip her. Jetzt wird hier Strom generiert und der kommt hier rein. In der Abendsonne zurzeit immerhin noch 5 Watt. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und das war's im Prinzip schon, wie das funktioniert, weil der Strom, der jetzt hier generiert wird, fließt jetzt da rein und wird gespeichert zum späteren Verbrauch. Und was die Box sonst noch kann, und welche Spezifikationen, da kommen wir jetzt zu. So, wir haben uns für die Yeti 400 entschieden als Powerstation in der Variation mit Lithium-Batterie. Ich hatte eine Menge recherchiert und habe dann mich daran erinnert, dass bei Goal Zero, von Goal Zero ist die Yeti 400, dass die auch so eine Powerstation haben. Und wir sind ja schon seit Jahren mit der Goal Zero Lampe sehr zufrieden. Die haben wir mal vorgestellt bei 11 Dinge im Video. Und dann habe ich dann nochmal nachgeschaut und habe dann ein bisschen telefoniert und Erfahrungsberichte geschaut und so und habe gesagt, okay, das ist unsere Powerstation. Und was hat die? Also die wiegt ungefähr 7,7 Kilogramm, ist also am langen Arm mit einem ausklappbaren Hebel gut zu transportieren. Kann man machen, kann man auch ein bisschen Hantelübungen machen. So, läuft. Die ist 28, 19, 17. So roundabout. Der Vorteil an so einer Powerstation ist, dass sie halt mobil ist und alles drin ist. Das heißt, was ist drin? Man hat einmal den Power-Eingang, dann hat man an Ausgängen 12 Volt Kfz-Steckerbuchse. Dann hier unten, das vergesse ich immer, Octagon, Green, irgendwas Stecker, den brauchen wir nicht, hat aber auch 12 Volt Ausgang. Ja, dann kommen wir zum Batteriecomputer. Der hat ein Display und da wird angezeigt, wie viel Leistung reinkommt, wie viel Leistung rausgeht. Das kann man sich anzeigen lassen, zum Beispiel in Watt, in Ampere, in Volt. Dann kann man zeigen, wie viel Kilowattstunden man insgesamt schon sonnengemüllert hat. Dann ist hier ein Light-Button, also Beleuchtung an, Beleuchtung aus. Und in der Mitte vom Computer wird angezeigt, wie der Ladezustand des Akkus ist. Daneben wird aber noch mal genau die Prozentanzahl angezeigt. Hier gibt es noch einen Infoknopf und auf dem Infoknopf
Da sieht man dann beispielsweise, wenn man jetzt reinmüllert, sieht man, wie lange die Batterie noch braucht, bis sie vollgeladen ist, wie lange der Akku noch braucht, bis er voll ist. Und wenn man Verbraucher angeschlossen hat, dann sieht man, wie lange kann man die Verbraucher mit dem Setup, wie man es gerade angeschlossen hat, noch so betreiben. Hier hinten ist der 230 Volt Anschluss, der Wechselstrom, und das war mir wichtig, dass es ein richtiger Wechselstrom ist, also eine richtige Sinuskurve, die sauber ist und keine Sägezahnkurve, wie das bei günstigeren Modellen schon mal ist, sondern hier ist eine richtige 230 Volt Wechselstrom Geschichte drin. Also das heißt, hier ist ein Wechselstromrichter drin, der kann 300 Watt dauerhaft an Leistung abgeben. In der Spitze 1200 Watt brauchen wir nicht, also alle Geräte, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir alles anschließen, erreichen wir die 300 Watt gar nicht, ist also alles prima. Noch eine schöne Geschichte übrigens, sämtliche Ausgänge, also 12 Volt als auch 230 Volt, hier ist am wichtigsten, sind einzeln zu schalten. Das heißt, wenn ich 230 Volt brauche, dann drücke ich hier oben den Knopf und schalte es an. Dann geht der Wechselrichter an, der verbraucht ja auch Strom. Und nur dann sollte der eingeschaltet sein, wenn man eben auch 230 Volt braucht. Braucht man den nicht mehr, zieht man den Stecker raus und schaltet es aus. Und dann verbraucht der Wechselrichter auch keinen Strom mehr. Dann gibt es noch drei USB-Anschlüsse. Die haben 5 Volt bei 2,4 Ampere. Damit kriegt man ganz gut iPad und Smartphones. Und so. Ja, genau, geladen. Lampe. Und auch hier wieder, sobald man hier Strom entnimmt, also einen Stecker reinsteckt, einschalten und auch wieder ausschalten. Selbiges gilt für die 12 Volt. Die 12 Volt brauchen wir für die Kühlbox. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch die Leistung von dem Akku. Hier sind 39,6 Amperestunden drin und 428 Wattstunden. Das reicht für unsere Bedürfnisse völlig aus. Und was unsere Bedürfnisse sind, das zeigen wir euch jetzt. Ja, hier sitzen wir gerne und arbeiten. Und was haben wir eigentlich alles so zu laden? Da sind zuallererst mal unsere Rechner, an denen wir ja arbeiten. Die müssen geladen werden. Dann unsere Smartphones, die laden wir auch. Unsere Tablets, unsere Kameraakkus, unsere Lampen und natürlich im Dauerbetrieb, dauerhaft angeschlossen, unsere Kühlbox, damit die weiterhin schön kühl bleibt. Man muss dazu sagen, das, was wir jetzt hier alles angeschlossen haben, haben wir ganz, ganz selten wirklich alles gleichzeitig angeschlossen. Weil bei uns in den seltensten Fällen alle Sachen gleichzeitig leer sind. Wir machen da auch so ein bisschen Ladungsmanagement. Also zum Beispiel, wenn wir die Lampe abends und nachts viel anhaben, dann laden wir tagsüber, wenn gerade mal die Sonne gut scheint, laden wir die Lampen. Wobei die auch relativ lange halten. Oder wir gucken dann auch so ein bisschen, wenn vielleicht gerade viel Strom reinkommt, dass wir unsere Powerbanks aufladen. Damit kann man ja auch super ein paar Mal die Smartphones laden. Dass, wenn die Yeti voll ist und alle unsere Akkus voll sind, dann wird in die Powerbanks geknallt. Das funktioniert wirklich super. Und in der Regel haben wir tagsüber, gerade wenn wir arbeiten, einen Rechner oder das iPad und dazu vielleicht noch ein Handy am Strom. Und alles zusammen, wie gesagt, kommt sehr, sehr selten vor. Aber das Gute ist, es funktioniert. Also man kann wirklich all diese Geräte gleichzeitig laden. Weil die kommen nicht über 300 Watt. Genau, die kommen nicht über 300 Watt. Kann. Und es funktioniert einfach super. Und einem wird ja auch hier immer noch genau angezeigt, wie lange wir genau dieses Setup jetzt laden könnten. Das heißt, man kann sich da auch immer so ein bisschen drauf einstellen. Und wir sind wirklich sehr zufrieden mit diesem Setup, weil es unseren Bedürfnissen vollkommen entspricht und wir alles, was wir gerne laden wollen, hiermit laden können. Wie viel kommt denn jetzt rein an guten Tagen, an bedeckten Tagen? Also, wenn wir jetzt das Solarpanel haben, das sind 120 Watt Solarpanel. Das ist übrigens auch das Maximum, was die Yeti vertragen kann. Also zwischen 80 und 120 Watt Panel kann man anschließen. Wir haben uns für ein 120 Watt Panel entschieden, weil hier ist ein PWM Laderegler drin. Der hat so einen Effizienzgrad von 60%. Das heißt, an völlig sonnigen Tagen, der Sonne gegen ausgerichtet, bekommen wir so zwischen 70 und 80 Watt rein. Das wäre schöner mit einem MPPT Laderegler. Der hat so einen Wirkungsgrad von 90%. Aber brauchen wir nicht drüber schnacken, ist hier nicht dran anzuschließen, ist auch nicht verbaut. Uns reicht das aber aus. Und dann natürlich über Tag immer ein bisschen der Sonne nach ausrichten. Und jetzt? 32, 33, 32, 20, schlecht, zurück. Okay. 14, nee, doof. Ja, 37, jetzt? 40, 36, 40. Okay, so scheint mir optimal zu sein. Und dann reicht das locker, um alles zu laden. Da geht es sogar so weit, dass selbst wenn wir viel arbeiten. Hallo. Okay, aber sah so schön aus, habe ich gedacht, filme ich mal. Wir mehr Strom produzieren, als wir verbrauchen können, und dann schließen wir noch Powerbanks an.
um dann eben den Strom auch noch abzugreifen. An bedeckten Tagen, da wird es dann auch schon mal enger. Das läuft, für die Kühlbox reicht es, um dann alles zu laden, wenn wir jetzt beispielsweise einen Film schneiden oder richtig viel Arbeit im Video gucken oder so, alles, was viel Energie braucht an den Laptops beispielsweise, dann wird es auch schon mal eng. Dann hat man aber noch die Möglichkeit, und dafür haben wir gesorgt, Kfz-Ladekabel an den Zigarettenanzünder anzuschließen. Und wenn man dann eine Besorgungstour macht beispielsweise, dann nimmt man die einfach mit. Die Kühlbox kommt dann natürlich auch rein, weil meist sind Besorgungstouren dann eben Einkäufe. Dann haben wir die Kühlbox sowieso gerne im Auto, gerade im Sommer, weil dann können wir die Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, direkt reinpacken. Und da ist so unser Erfahrungswert, dass wir bei einer Stunde, wir können laden mit 5 Ampere und mit 10 Ampere. Das hängt auch ein bisschen von der Lichtmaschine ab. Wir können mit 10 Ampere laden und dann schaffen wir so 20% Akkuleistung wieder aufzuladen, wenn wir eine Stunde unterwegs sind mit dem Auto. Und uns reicht das. Ja, zu den Ladezeiten. Wenn jetzt das Solarpanel unter Volllast steht, also 70, 80 Watt rausknallt, dann braucht die Yeti, bis sie wieder voll ist, also von ganz leer bis ganz voll, so roundabout 4,5-5 Stunden. Das haben wir rausprobiert, das stimmt tatsächlich, das geht rupizupi. Sie braucht etwas länger am Netzstrom, da sind so 7-7,5 Stunden. Und wie gesagt, am Auto mit den 10 Ampere lädt sie auch richtig fix. Da habe ich auch das Gefühl, dass es ähnlich schnell ist wie über Solar. Und dann sind es, also bei Vollleistung, sind es wahrscheinlich auch 4-5 Stunden oder so. Also von daher hat man eine Menge Möglichkeiten. Wir hatten bisher immer Strom und uns hat das auch völlig ausgereicht. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich zeige euch gleich noch, welche Kabel man jetzt braucht im Einzelnen. Und eine wichtige Sache noch mit dem Kabel, wenn man jetzt das Solarmodul aufgeklappt hat, dann hat man hier den Stecker, kann man reinstecken, passiert im Regelfall auch nicht, aber wir würden euch immer raten, weil jetzt ist hier schon Spannung und Strom drauf. Das ist immer nicht gut, dann reinstecken. Besser ist, die Solartasche ist noch zu und geschlossen, produziert also dementsprechend keinen Strom, dann den Stecker rein und dann erst das Solarmodul ausklappen, weil sicher ist sicher und safety first. Damit sind wir dann beim Thema Kabel und die hole ich jetzt mal. Ihr wisst ja, Kabel sind die Geißel der Menschheit und natürlich gibt es diese Geißeln hierbei auch. Was braucht man an Kabeln? Also es gibt zwei Dinge gibt es dazu zu sagen. Also einmal, ich zeige euch das, was dabei ist und das reicht auch im ersten Schritt völlig aus. Aber ich wäre nicht, wie Jules immer so schön sagt, Mr. Equipment, wenn ich da nicht noch ein bisschen mehr dazu geholt hätte. Also an dem Solarmodul ist so ein Roundabout jetzt bei dem von Wattstunde 4 Meter, 5 Meter Kabel dabei. Da ist ein sogenannter Andersen-Stecker dran. So, was da noch dabei ist, ist Andersen-Stecker. Also den kann man jetzt hier reinstellen, mache ich jetzt nicht, weil wir gelernt haben, und ich gelernt habe, nicht, wenn solange das Solarmodul offen ist. Der geht auf sogenannte MC4-Stecker. Und das heißt, ich glaube, jetzt ist keine Sonne da. Ich mache es jetzt einfach mal. Also, die kommen hier rein. So kommt das vom Solarmodul. Dann braucht ihr einen Stecker, der hier in die Yeti reingeht. Den gibt es auch von Gold Zero. Den muss man leider kaufen. Ist nicht dabei. Und da sind sogenannte MC4-Stecker dabei. Und die MC4-Stecker kann man alles übrigens, beides verpolungssicher, hier raufstecken. Zack. Und dann kann man es in die Yeti reinstecken. Gucken, ob ich recht habe. Ja, tatsächlich kommt keine Leistung mehr rein. Also war safe. So, damit könnt ihr loslegen. Damit könnt ihr die Yeti laden. So, jetzt sagt man, naja, 5 Meter. 4 Meter, 5 Meter ist vielleicht nicht genug. Deswegen haben wir uns noch 5 Meter Verlängerungskabel, und zwar MC4 auf MC4, die wir hier dazwischen stecken können. MC4 deshalb ist zwar etwas schwerer zu stecken als der Andersen-Stecker, aber die sind wasserdicht laut Hersteller. Das heißt, die kann man einfach so in strömenden Regen legen. Übrigens noch eine Sache, das Solarpanel ist auch regenfest. Das heißt, das kann auch bei Regen draußen stehen bleiben. Überhaupt kein Problem. Das haben wir übrigens auch festgestellt, wenn es bewölkt ist, da muss man gucken, wie man es ausrichtet. Da haben wir festgestellt, wenn man es hinlegt oder wenn man es, da muss man mal gucken. Ich kann das ja stundenlang machen. Jules ist dann ein bisschen genervt. 5, 4, 5, 0, 0, nicht gut, 3. Okay. Kommen wir zurück zu den Steckern. Also wir haben noch 5 Meter Verlängerungskabel MC4 auf MC4. Ladestation. Kommt noch hören? Markus. Wie sagte schon wer? Konfuzius. Haben ist besser als brauchen. Ja, also wir haben jetzt ein ganz langes Kabel. Weil das ist eben auch einer der Vorteile, auf die wir später noch kommen im Resümee, dass man den Puck in Schatten stellen kann und das Solarmodul in die Sonne.
dann haben wir das Kabel weg. Ach so, nein, hier ist noch eine Dose. Wenn wir jetzt hier zwischen die Verlängerung machen, die 5 Meter, dann liegt natürlich auch die Andersen-Kupplung im Regen, falls es mal regnen sollte. Und die ist so nicht regensicher und regenfest. Deswegen haben wir uns eine Schutzhülle geholt, IP4 Spritzwasser geschützt und für den Außenbereich zugelassen. Da kommt es rein, kann man zumachen und dann kann man es halt eben auch draußen liegen lassen. Um die Yeti aufzuladen über das normale Stromnetz, ist ein Netzteil dabei mit Stecker für die Yeti, also mit Stecker für die Yeti und eben für die Steckdose. Das ist dabei, das ist im Lieferumfang von der Yeti dabei. Leider nicht dabei ist das Kfz-Ladegerät, was man eben mit 5 Ampere und mit 10 Ampere, das switcht man hier so einfach um. Das lohnt sich auf jeden Fall, kostet 50 Euro, aber war es uns wert, damit wir eben auch laden können, während wir Auto fahren. So, was wir sonst noch für ein Kabel haben, das ist dieses. Damit hat es Folgendes auf sich. Wir haben festgestellt, und das war ein wirkliches Problem, bei 38 Grad Außentemperatur zieht die Kühlbox natürlich entsprechend mehr Leistung. Und dann sinkt die Spannung von der Batterie. Ihr müsst euch das so vorstellen, eine 12 Volt Batterie, wenn die voll geladen ist, dann liefert die beispielsweise so 13 Volt. Und wenn die nur noch halb voll ist, dann liefert die nicht mehr 13 Volt, sondern vielleicht bloß noch 10,5 Volt. Und dann ist, wenn es einen Spannungswächter irgendwo gibt und die Kühlbox hat einen Spannungswächter, dann schaltet die Kühlbox sich automatisch ab, um die Batterie zu schonen. Das hat zwei Hintergründe. Zum einen, wenn es eine Starterbatterie ist, damit man den Wagen noch starten oder das Fahrzeug noch starten kann. Oder zum anderen, wenn es eine alte Batterie ist, eine Bleibatterie, damit die nicht tiefenentladen wird und kaputt geht. Jetzt haben wir eine Lithium-Ionen-Batterie, die davon auch bis 15% runterladen. Und da schaltet aber der Batteriewächter vorher ab. Und die Yeti hat so bei 44% Ladezustand, geht die Spannung so weit runter, dass auch der Spannungswächter auf der untersten Stufe von der Kühlbox einfach dann die Kühlbox ausschaltet. Und damit das nicht passiert, dafür ist dieses Kabel gut. Da steckt man rein und hier ist ein Transformator drin, der konstant 12 Volt liefert. Und somit kann die Kühlbox die ganze Zeit durchlaufen, wird dann im Zweifel die Batterie auch komplett, also den Akku von der Yeti komplett leer ziehen. Das ist kein Problem, ist halt Lithium-Ionen-Akku, sollte man jetzt nicht so oft machen, aber passt. So, das kostet leider, glaube ich, auch nochmal 49 Euro. Da müsst ihr aufpassen, weil das ist eigentlich für die größeren Goal Zeros konzipiert, die Tausender und weiß nicht, 2000er, was sie haben. Da ist so ein Anderson Powerpool-Stecker dran, den man eigentlich dann in die Yeti steckt. Jetzt haben wir uns dann noch machen lassen. Das verlinken wir euch auch unten, wo wir das haben. Das ist übrigens super, dass das dabei stand. Das war richtig gut. Also Anderson Powerpool auf 12 Volt kommt dann auf den Anderson Powerpool von dem Transformatorstecker 12 Volt. Und jetzt kommt der quasi dann in die Yeti. Und hier kommt jetzt die Kühlbox rein und dann kriegt die Kühlbox konstant 12 Volt, egal wie der Ladezustand ist. Wir haben geguckt, hierdurch ist kaum Leistungsverlust und das Gerät hat kaum Leistungsaufnahme, also wahrscheinlich unter einem Watt wird nicht angezeigt. Achso, was wir auch immer noch dabei haben, ist eine Dreifachsteckdose, weil falls wir mal mehr als ein Gerät laden wollen, beispielsweise beide Laptops gleichzeitig laden müssen. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. So, und jetzt gehen wir ins Vorzelt, weil jetzt fängt es nämlich an zu regnen und dann machen wir nochmal ein Gesamtresümee. Fazit, Mr. Equipment. Also wir sind super zufrieden, dass wir uns für eine mobile Anlage entschieden haben. Wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, das alles fest einzubauen. Der Hauptgrund gegen den Festeinbau war letztlich das Gewicht. So, weil wenn man jetzt eine 100 Amperestunden Batterie nimmt, dann noch den Wechselrichter, Solarladeregler und, dann ist man auch schnell bei 25, 30, 35 Kilo. Wir haben nur 150. Wir haben 150 Kilo Zuladung, da können wir alles andere rauspacken, so ungefähr. Das macht halt für uns in dem Fall einfach keinen Sinn. Ja, ganz genau. Und dann kommt doch hinzu, dass wir auch, wenn wir zu Hause sind oder so, oder auch tatsächlich unterwegs sind, dass wir gerne an anderen Orten arbeiten als da, wo wir stehen. Und eben auch, dass wir in den Wald gehen können und dann auch mal 3, 4, 5, 6 Stunden schneiden können beispielsweise. Oder sonst was machen können mit 2 Rechnern. Und da können wir natürlich die Yeti auch mitnehmen. Das ist noch ein Riesenvorteil. Dann, dass wir den Puck in den Schatten stellen können und das Solarmodul in die Sonne. Das sind einfach die unschlagbaren Vorteile dran, weil so können wir das ganze Gewicht, wir kommen übrigens auf 11 bis 12 Kilo inklusive aller Kabel, Lampen und so, die wir extra mitnehmen müssen. Und die können wir natürlich ins Auto packen und müssen nicht im Puck sein. Also insofern
schlägt dieses Gewicht nicht den Puck zu. Und was man vielleicht noch sagen kann, wir haben ja heute auch ein Hubdach und da waren wir uns auch nicht so ganz sicher, ob das so die optimalste Lösung ist, sich ja, da oben Solar drauf zu knallen. Das muss man machen. Es ist alles so ein bisschen hakelig und deshalb war für uns da die mobile Lösung einfach die beste. Und die ist halt super einfach. Einen einzigen kleinen Wermutstropfen gibt es natürlich und jetzt setzt euch bitte alle hin, wir kommen nämlich jetzt zum Preislichen. Also wir fanden es relativ, also es ist preiswert, aber gleichwohl viel Geld. Also wir haben jetzt, je nachdem in welcher Ausbaustufe, wie viel Kabel und so, zahlt ihr zwischen 1000 und 1200 Euro für die ganze Mimik. Uns war es das wert, weil wir damit echt autark sind und das super simpel ist, das ist ein sicheres System und dass es halt so ultramobil ist. Das war uns einfach. Und man muss dazu sagen, wir haben halt bei unserer ganzen Ausrüstung eher auch geguckt, dass es qualitativ hochwertig ist. Das haben wir bei den beiden Sachen, haben wir auf jeden Fall das Gefühl, dass das eine vernünftige Qualität ist. Und wir wie haben heißt ja auch es schön, wer günstig kauft, wer billig kauft, kauft. Zweimal. Nee, und was wir uns halt auch einfach noch überlegt haben, dass, also wir haben ein Jahr mit dieser ganzen Solargeschichte überlegt, recherchiert und uns dann letztendlich entschieden. Es war jetzt auch nicht ein Mal-eben-Kauf. Und wir haben halt auch gesagt, das ist eine einmalige Anschaffung. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt eben dieses Geld in die Hand und haben dafür aber die für uns perfekte, ausreichende Lösung. Auf Dauer angelegt, was mir bei der Yeti und ich, das war nach meinen Recherchen die einzige Lösung, wo das so ist, man kriegt den Akku einzeln neu. Das heißt, wenn so viele Ladezyklen da sind, ich glaube 1000 Ladezyklen sind überhaupt gar kein Problem. Und wenn einem dann die Leistung zu gering wird, also dann kann man einfach austauschen und bekommt halt neu. Und das finde ich halt auch gut im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja. Und insofern sind wir da auf der sicheren Seite. Und sind total zufrieden. Und es ist halt auch gemütlich. Also das muss man vielleicht auch noch sagen, gerade wenn man autark steht. Das ist natürlich eine Lösung. Wir hatten auch überlegt, nehmen wir die nächstgrößere. Die kostet nochmal 1000 Euro mehr. Die kostet, glaube ich, 1700, 1800 Euro. Die Yeti so alleine kostet 750 Euro. Ja. Das Waldmodul kostet 280 Euro oder so. Da haben wir gedacht, naja, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber es macht auch Spaß, Haus zu halten und Ladungsmanagement zu betreiben. So, ey, guck mal, wir laden doch gerade das nicht, dann lass uns schnell den Akku anschließen. So, und wenn alles auch so mal ab und an mal spitz auf Knopf ist, das erhöht ja auch so ein bisschen den Abenteuergedanken. So genau wie mit dem Wasser zu haushalten, wenn man frei steht. Und das macht einfach Spaß. Und wir finden es schon fast, also so autark zu stehen, hat halt auch was so Hügeliges. Ja. So darauf achten und Obacht geben und dass nicht alles selbstverständlich aus der Steckdose kommt, aus dem Wasserhahn. Das finden wir total toll und wir möchten es nicht mehr missen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, unser kurz und knappes Fazit, es ist einfach, es ist flexibel. Es ist mobil. Und es ist mobil. Und es ist leicht. Und wir können es ins Auto packen. Das sind die Punkte, die einfach für uns ausschlaggebend waren, in kurz und knapp einfach nochmal. Und jetzt, wie macht ihr das? Wie habt ihr euer Autark-Problem oder eure Autarkie gelöst? Seid ihr überhaupt autark? Ist ja wollt ihr autark werden? Also, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Und scheut euch auch nicht, einfach alles zu fragen, was ihr vielleicht nicht verstanden habt, wo noch Fragen offen sind. Schreibt es in die Kommentare. Markus freut sich schon, das alles zu beantworten. Ja, wir freuen uns wie immer auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da freuen wir uns wie immer sehr drüber. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.